Ja. Anouk wurde gestern schon geschlagen. Guten Morgen, Anouk. Hat dabei sich kaputt gelacht. Ja. Vorsorglich schon mal für ihr Zeugnis heute. Die Mama hat gesagt, das wirst du nie vergessen. Sonst werde ich es wohl vergessen. Das ist sofort vergessen. Die löscht. Heute konnte sich schon ja nicht mehr erinnern. Das war ja auch nicht so ein Spaß. Ja, es war nur ein Spaß, sagen sie immer. Ja, das sind die Richtigen. Das war nicht so gemeint. Ja, frag mal die Leute in der Todeszelle. War nur ein Spaß. It's a prank. Ja. Gibt es denn das überhaupt noch? Gibt es noch Pranks? Na, was drin? Maxi-Kette, ne? Ja. Sieht ganz gut aus. So, du darfst jetzt gehen. Wir müssen jetzt über deine Strafe beratschlagen, was wir da machen mit dir. Ja? Redet ihr wirklich darüber? Ja, klar. Komm, geh. Hm? Geh. Los, Abmarsch. So, also ich bin ja dafür, dass wir Anouk in so ein Lager geben. Zum Bootcamp? Ja, so eine Art, ja, genau. So ein Erziehungslager. Noch angeschrieben werden? Nein, oh. Da muss er aber so richtig ran müssen, so richtig doll. Also da bin ich ja dafür, weil ich kann ja nicht sein. Dafür bin ich nicht. Was? Wie? Nuki, hau ab jetzt, lass uns in Ruhe. Wir müssen jetzt beratschlagen über deine Strafe. Könnte sehr ruhig bleiben. Das ist ungefähr so die Beschreibung dieser Familie. Wo sie angeschrien wird, schmutzige Schlüpfer waschen muss. Ein kleiner Aschenbrödel. Das bin ich. Du bist das im Bootcamp interniert. Hilfe, ich hab das Bootcamp hier. Ja. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Er schlägt doch bestimmt seine Frau. Die Frau schlägt mich so rum. Ja, im Schach. Im Schach. Stinkt. Du auch. Jetzt lass doch mal die Uni in Ruhe. Kannst du nicht uns mal in Ruhe lassen, während wir über deine Strafe beraten? Ich habe jetzt die nächsten 6 Wochen sowieso an der Backe. Jetzt lass uns doch mal kurz eine Stunde allein. Los, Abmarsch. Abmarsch, Abmarsch. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit dir. Papa sehe ich ganz sehr wenig an. Lass uns mal ein bisschen sprechen. Was nicht heißt, dass er mit mir gerne Zeit verbringt, aber jetzt muss er halt. Ja. Und mit deinem verbeulten Bein da. Wieso verbeult? Überall Beulen da drinnen. Du meinst die blaue. Oh, Beine. Was ist denn das? Oh, nee, Mann, was machst du zur Hölle? Frag mal Anouk. Anouk? Hast du schon Anouk zu meinen blauen Flecken? Den halt. Könnte ich ausflippen. Soll sich doch gleich die Beine nicht, aufschneiden. Weißt du, wie es passiert ist? Weil sie mich ärgern wollte. Und sie hat mir, ich habe Ona gewickelt, sie lag daneben und hat die Hose mir weggenommen mit den Füßen und so hochgeworfen. Da wollte ich die Hose zurückhaben von Ona und sie hat so, und dann hat sie so ausgeschlagen und sich an der Kante gestoßen mit ihrem Bein. Weil sie gesteckt hat. Fast ein offener Bauch geworden. Weil sie gesteckt hat, nee, war es nicht. Weil sie mich ja ärgern wollte, weißt du. Oh Mann, ey. Skadi blutet heute Morgen auch schon, setzt sich an ihrem Fahrrad. Irgendwie hier hinten, so einen kleinen Kratzer jetzt. Von der Pedale. Los, blutet! Ach, Marlies, ja, was machen wir wegen der Uhr? Das machen wir wegen der Uhr. Das ist wegen der Uhr. Wir können es nicht versichern. Ich schreibe ihr, ne, oder? Das müssen wir ja machen. Ich meine, dann müssen wir wenigstens schreiben. Okay. Ansonsten nur macht Bank eBay ja auch. Überweisung, kein PayPal. Fürs Ausland nur Banküberweisung, ja. Ist ja eine internationale Banküberweisung. Ist ja, geht nicht mehr heutzutage. Kein PayPal. Und keine Kapitel. Und wir, da wir das nicht versichert kriegen und falls das passiert, wir bleiben nicht auf dem Ding sitzen. Ganz einfach. Und per PayPal, das geht nicht. Nee, das ist uns zu unsicher. Oh, das Schneiden, ey, das ist Wahnsinn. Ugh.
Fertig. Ich wollte hier gerade noch rauskommen. Boah, so viel Wäsche wieder, was ist der Wahnsinn. Wo kommt die denn her? Ja, du hast die 20.000 Mal am Tag um. Dann haben sie halt oft. Hey, du Rackracker. Hast du was im Mund? Mama? Ja, du Rackracker hat den Mund voll. Was hat der Racker im Mund? Ach, ich wollte noch Wasser holen. Guck mal, leider ist das, glaube ich, den zu heiß gewesen, den Lavendel, wa? Guck mal, der sieht da nicht so gut aus. Der ist ja auch vertrocknet. Warum hast du nicht gegossen? Wow, hast du reingesteckt. Wow. Hui. Na gut, ich baue mal das Ding hier an. Was hast du da am Gesicht? Wo? Klar. Was? Zeugnis. Zeugnis bei dir? Mhm. Und? Ich hab Angst. Ja. Zu Recht. Luke ist nämlich immer ein bisschen faul, oder? Manchmal. Manchmal, ja, manchmal. Das ist nicht gut. Aber nächstes Jahr. Anstrengend. Nächstes Jahr von dir aus, ne? Nicht für uns, sondern für dich, okay? Ja. Wenn es wieder so halbwegs normal läuft, wenigstens. Wir müssen immer noch bis Oktober Masken tragen und Abstand halten. Und obwohl alles normal laufen mit den sitzenden Klassen geht das eigentlich nicht. Ja, Katastrophe ist das, was ihr da. Genau, wir lassen es einfach sein. Ist furchtbar. Was ist los? Ja, dann pack ich hier wieder ab und dann ist gut. Ist doch scheißegal, Mann. Interessiert es überhaupt, ey. Der Zeug, das will eh keiner haben. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich liebe dich, ja. Alles schick. Das Haus hier, den Koffer, den hätte ich gerne. Ja, das ist schön. Der Koffer, das finde ich schick. Schön. Obwohl, muss doch nicht unbedingt Gecke sein. Da hinten steht auch noch eins. Das ist mit den Klinkern da. Das ist echt auch toll. Mhm. Echt schöne Häuser. Ja, ich bin schön hier. Ich hab nur eine schicke Uhr. Immer, ne? Und wir haben hübsche Kinder. Ja. Wirklich schöne Kinder. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich die sehe. Alle gut gewachsen, gut geraten. Mir hat das gestern dieses Mädchen sehen müssen, wie sie so, oh mein Gott, bist du süß. Und dann stand sie die ganze Zeit da und hat Oda angeguckt. So ein Mädchen, kleines Mädchen. Keine Ahnung, 5 Jahre. Und Oda. Ist wieder zurück, ne? Ich guck mir dein Zeugnis mal hier an, ja? Jetzt wieder auf, ja. Oh, gut. Danke. Wenn Mama Robert geht, hat er uns so eine Tüte. Ah, okay. Wie das geht ja mit dem Zeugnis, ne? Der gute 6 Wochen Parkplatz. Yeah! Da ist er ja wieder. Yeah. Dein Freund. Vom Frühstück. Na, lieber sing Ara wie der Jihad. Moin. Hey. Na, wie sieht's aus? Ja. Ja, das ist es. Corona-Zeugnis. Ja, kennen wir auch.
Hey! Oh. Jetzt gibt's erstmal einen echt starken Kaffee. Hey Lumi, du siehst ja fantastisch aus mit deinem Kleid. Guck mal, Mama, ich habe das weggemacht. Ach, wollte ich doch machen. Hast du es überlebt jetzt, ja, deine Zeugnisausgabe? Ja. Ja, bist du froh? Ja, das geht. Okay. Die 4 kann sich verbessern. Die 4 kann sich definitiv verbessern. Und die 3 in 2. Dann 3. Und die Einsen bleiben. Die 2 in Einsen. Naja. Dankeschön. Gut. Ja. Mhm. Schau mal, Ine. Aufsehen. Ja, packst du das wieder weg, alles ordentlich. Genau. Dabei. Ja, ist aber schön. Da. Werkzeug, Experience. Die sind Löcher hier drin. Ja, voll assi. Das waren die Kinder, die haben uns das so aufgewiesen. Ja, dann gut, okay, alles klar. Jetzt haben wir bei Anouk im Zimmer halt auch einen Fernseher angebracht, weil ich meine, die wird langsam so älter. Darf man nicht vergessen. Kommt in die 5. Klasse. Und Fernseher-Monitor bei Fernsehanschluss haben wir eigentlich nicht. Wollten wir auch nicht, aber jetzt bekommt sie halt ihren eigenen Fernseher. Lumen hat schon einen bei sich da am Bett, wo sie mal Videos gucken und so. Und jetzt bekommt sie halt auch einen und auch noch jetzt die CD, DVD, Player mit Video zusammen bekommt sie jetzt auch noch. Und dann ist das alles finito und fertig und eingerichtet und jeder hat seins und dann kann man der eine das eine gucken, der andere das andere und dann ist das gut, weißt du, so muss es sein. Einfach um das so ein bisschen zu entzerren bei uns auch, ne, also das ist ja auch, die ganzen Sommerferien sind sie jetzt noch zu Hause, danach geht's angeblich offiziell geht's angeblich normal in Anführungsstrichen weiter und wie die Normalität aussieht, weiß ja keiner jetzt. So Corona-Normalität oder eben Normal-Normalität. Schauen wir mal, aufeinander gucken werden sie auf alle Fälle viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, Fernseher ran an der Wand, CD-Player unten hin, fertig aus. Sie hat halt ihr Jugendzimmer und fertig ist. So viel dazu. Und jetzt habe ich den Laden aufgemacht. Und zwar hat 14 Uhr irgendwo erst aufgemacht. Weil ja heute Zeugnisausgabe war, habt ihr ja gesehen. Und Anouk ist ganz zufrieden mit dem Zeugnis. Ich auch, bin ein bisschen erleichtert, dass es nicht so schlecht ist, wie wir dachten. Und wenn heute noch was passiert hier, dann bin ich für alles offen. Jo, erster Auftrag heute. Spät. Spät, weil spät geöffnet. Dynamo ist laut und rasselt und macht und tut. Das ist vermutlich die Dynamo-Kappe hier, die ist abgelaufen. Und der Dynamo hat auch Spiel. Also tatsächlich kann es auch der Dynamo sein. Gucken wir mal einen neuen Dynamo ran. Lichtfunktion überhaupt überprüfen. Klingel ist abgebrochen. Das ist ein schönes Diamantrad. Alles original gewesen. Klingel, schaue ich mal, ob ich einen Originalersatz da noch habe. Mit so einem kleinen Plastikpäpsel da dran. Auf dem IFA eingestanzt ist. Kettenschutz hat die Schliffen, das hat gebogen schon. Aber das war so die typische Bewegung, die man so hatte, als man früher gefahren ist. Weiß ich noch, dass man immer mit dem Hacken hier so bupp, bupp gegen hier geschlagen ist bei der Fahrt. Ne, weil das immer wieder anfing zu klappern oder so. Da habe ich ihm auch gesagt, damit muss er eigentlich fast leben. Die Lampe überprüfen. Hinterrad hat eine 8. Wang, wang, wang. Hat eine 8, weil die Speiche ist hier gerissen. Die müssen wir ersetzen. Und die Schutzblechstrebe werden wir hier einbauen wieder. Also Hinterrad raus als erstes. Und Speiche ersetzen. Das ist das erste. Hinterrad raus, ist ja easy going. Zack, zack. Das hängt. Wie gesagt, als erstes machen wir mal den hier drin.
erste Mal fertig. Dynamo fest. Jetzt kümmern wir uns um die Speiche. Und zwar wie folgt. Ein Solarspiel drin, auch noch. Nehmen wir die alte Speiche hier raus. Können die ja schon mal ausmessen. Also durch. Man muss noch nicht mal den Kranz runternehmen. Mit der Narbe gucken wir dann gleich. Hallo? Ja. Bin leider. Ja? Ja, mein Sommerhut ist angekommen. Ja, na zeig mal. Sportlich. Wow, sieht gut aus. Ich mag den besser. Die anderen, das ist ein Erwachsenenhut. Mama hat nicht bei Kindern hingeguckt. Ja. Weil mit Wellington hat auch so einen, oder? Ja. So komischen Hut. Sieht gut aus. Echt toll. Danke. Luhmann hat so. Mama hat ja dann auch noch so einen lang ausgesucht, der so lang ist. Mit für Lumi oder was? Nein, für mich so ein lang. Bei Erwachsenen auch. Aber weil ich den so schön fand, weil der hatte hier eine Schleife, dann fand ich noch einen schön, der sah so aus wie Lumi. Aber ich habe mir den. Aber Lumens habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Lumens ist auch ganz schön eigentlich. Ja. Aber sie so fühlt sich nur noch ein Cowboy-Outfit raus, obwohl sie nicht den Cowboy-Hut hat. Okay. Sie hat einfach nur einen Sommerhut. Aber den finde ich auch ganz süß. Na, hoffentlich wird es noch nicht, ne? Ja, es ist fast 30 Grad. Heute? Ja. Na gut, okay, dann klar. 6 Euro Umsatz, yippie, yay. Was wollte ich denn? Huhuhu. Okay. Also, hier mal einen Schlauchwechsel zu machen. Noch einen. Yay! Weg damit. Vis-à-vis haben sie Baustelle. Oh, ganz mal toll. Also, nächstes.
Siebengang. Hinterrad. 26 Zoll. Larkes. 503 ATB. Patcher. Was für Bezeichnungen da alle drauf sind auf dem Ding. UBT. Ultimate Bike Technology. Was für ein Quark, die alle da drin schreiben. Ja, also ein Haufen Stuss. Achso, ja, Mensch, ich brauche ja einen Schlauch, das kannst du mir holen. Welcher? Schlauch 26 Zoll mit normalem Ventil, mit Fahrradventil. Steht da auch normal? Nee, da steht nicht normal. Nee. Also da steht nur 26 Zoll. 26 Zoll, dieses Fahrradventil, ist ganz normal. Sollen wir unten essen oder was los, Mann? Okay. Wo soll das Gummi hin? Was denn? Stimmt. Was machst du denn eigentlich damit in der Zukunft? Manchmal brauche ich einen. Nee, du hast echt viele. Das sind deine ganzen Schläuchwechsel. So, jetzt kommt das hier rein. Dass man es hängen lassen kann. Und dann? Was haben wir gelernt hier? Das Kabel einbinden. Kannst du das? Ja, ich glaube schon. Ich glaube. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ziehen. So. Alles ziehen. Klar. Nochmal. Ziehen. Okay. Ziehen. Achtung. Okay, ich hab's fast richtig. Genau. Jetzt halt mal fest. Nehmen das Ding wieder raus. Dann kommt das hier hoch. Kommt jetzt hier hoch. Und ich hab hier rein. Also ganz. Na, dann mach's mal auf deiner Seite. Sieh das nicht, hab ich glaubt. Nein, du bist alles richtig. Alles richtig, noch nicht, muss noch nicht, ist noch viel zu verkackt. Ich will aber richtig festmachen. Darf ich festmachen? Locker. Und jetzt mache ich sie fest. Gut. Jetzt hier, bist du da noch mal? Wo lang?
Nein. Ach da. Ja. Ist hier rum, ja. Okay. Kannst du kontrollieren? Oder? Ja, jetzt wird die Bremse eingehangen. Mhm. Mal geschleift. Jetzt krieg ich mal eine Krise, oder sowas. Das ist der Schlag, nicht am Rest. Der kommt da hin. Bremsanker fest. Yogi macht das schon. Er arbeitet hier schwerst mit. Er hat jetzt das ganze Hinterrad alleine ausgebaut vom Hollandrad. Baut das jetzt alleine wieder ein. Gucken, was er jetzt macht hier an der Kette. Jugend forscht. Genau. Schön nach vorne schieben. Das Rad nach vorne schieben. Jawohl. Kette ruf. Hallo. Ja. Perfekt. Bremsanker fest machen. Genau, der muss da fest. Und hier muss das. Genau. Und die Schraube ist das hier mit der Mutter. Links auf der Vitrine! Habe ich jetzt ohne Maske rein? Will ich nicht, hier hast du Widerspruch reingelegt. Okay, hörst du wieder auf? Die Maske auf und ab. Was? Lass mal, ich frage nur. Ich frage mal nur, was er kostet. Jetzt aktuell nehme ich nicht mit. Wieso nimmst du ihn nicht mit? Weil ich jetzt keinen Bedarf hätte zur Zeit. Aber naja, jetzt heute kostet er 10er. Oh, okay. Ich hab eine Kiste hier, da musst du halt mal gucken. Okay, dann komm ich nochmal. Passt, ja. Die Öffnungszeiten? Super, sehr gut. 9 bis 9. Sonntag zu. Bitte. Ja. Sonntag und Feiertag zu. Damit man wenigstens einen Tag ohne Hobby hat. Nee, da mach ich auch noch. Dann hab ich auch eine große Familie, wa? Thomas, hast du noch so Dynamo-Kondom? Hier, sowas hier? 10 Euro. Überzieher für 10 Euro. Ich habe sehr schöne Platten, ich hole mal einen Tipp, ich hole mal einen Tipp von hier. Hier ist Lars, wisst ihr. Was Glas? Für das Trinkgeld oder was? Tippi. Achso, Tippi, ja. Nein, pass auf, folgendermaßen, die Dinger waren sind eigentlich geile Platten. Aber die Dinger waren im Sägestaub. Und ich hab das nicht gesehen, das war so hoch Staub drauf. Und die hast mit für den Stapel, die hebt den Hocker hoch, auf einmal rutschen die so. Da hab ich mir, nein, scheiße, und du hörst so, nein. Was arbeite ich denn? Ein Fahrradladen? Nee, bei mir auf jeden Fall. Bei mir auf keinen Fall. Für Achim vielleicht. Hey Alex, Sir? Braucht ihr noch einen Arbeitnehmer? Ein Arbeitnehmer, der euch wirklich nicht auf den Sack geht. Der Haare stellen kann? Der Haare stellen kann. Kannst du Haare stellen? Bist du Friseur? Nee, aber das ist so ein Mischbetrieb, in dem ich arbeite. Aha. Da wird immer gemischt. Frühmorgens werden so Knochen reingeworfen, gewürfelt, du bist halt so viel Haare. Oh. Ja, was ist das für ein Mischbetrieb? VEB Mischbetrieb? Ja, VEB Mischwaren. Oder bist du in der Spielbank tätig? Ja, genau. Da gibt es Zwangshaarschnitt, Corona-Haarschnitte. Herrgott, wir haben doch hier, wo ist denn die Brause? Haben wir doch hier unten irgendwo. Ich immer wieder beim Spätkoffer kaufen.
Ich gucke jetzt noch an, Mars Swinger. Ja, dann machen wir mal Feierabend hier. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo das Radio ist. Das steht hier hinten rum. Läuft auf alle Fälle. Ja, aber leider habe ich kein Antennenkabel hier. Oh, wirklich nicht. So was muss man noch haben. Hm. Gut, also. Macht es gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich mache Feierabend. Es ist jetzt schon um 10 Uhr, du gleich. 9:30 durch. Und Anouk hat mir fleißig geholfen, hat viel repariert tatsächlich. Ich bin ganz stolz. Sie hat ihr erstes Hollandrad heute geschraubt, das Hinterrad ausgebaut. Es war eins ohne Kettenschutz, aber mit horizontalen Ausfallenden. Und da bin ich super stolz. So hat sie ganz alleine gemacht, komplett mit Bremsanker, mit diesem Schutzblechstreben sozusagen abbauen, mit Reife runterheben tatsächlich, mit neuen Schlauch reinmachen und den neuen Reifen auch aufziehen und alles perfekt, picobello, läuft einmal frei, tippitoppi, also ich bin echt stolz auf sie, das hat sie echt gut gemacht, ein echtes Lob für sie. Ich weiß ja nicht, wie viel ich davon gefilmt habe, weil die Kamera stand die meiste Zeit hier unten, es war ein bisschen stressig, oben waren so viele Leute und deswegen habe ich nicht so viel gefilmt darum. Wir sehen uns morgen wieder, macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.